Es ist die erste öffentliche Vorführung des modernsten Passagierjets der Welt. Okay. Noch 30 Meter. 30. Der Airbus A320 wird der Welt vorgestellt. Meine Damen und Herren, hier kommt der A320. Doch die Vorführung endet in einer Katastrophe. Das kann nicht sein. Verdammt! Der Zeitpunkt war denkbar schlecht. Der Absturz war ein Desaster für Airbus. Die Ermittler stehen unter enormem Druck. Wenn Airbus diesen Vorfall überstehen will, muss die Antwort auf eine wichtige Frage gefunden werden. Lag es am Piloten oder am Flugzeug? Es ist der 26. Juni 1988, 14.30 Uhr. Ein ungewöhnlicher Charterflug wird gleich vom Flughafen Basel-Mühlhausen in Frankreich nahe der Schweizer Grenze starten. Vereisungsschutz. Kapitän Michel Asselin gehört zu den angesehensten Piloten von Air France. An! Mit nur 44 Jahren leitet er die Pilotenschulung für das neueste Flugzeug der Fluggesellschaft, den Airbus A320. Es ist erst das dritte Exemplar, das gebaut wurde. Kapitän Asselin hat es vor 2 Tagen vom Werk in Toulouse hierher überführt. Ich war für die Einführung des A320 bei Air France verantwortlich. Ich sollte dafür werben. Ich musste Reden halten und war ständig im Fernsehen und in den Zeitungen präsent. Charterflug 296, bitten um Rollfreigabe. 296 freigegeben. Asselins erster Offizier Pierre Mazière fliegt ebenfalls schon seit langem für Air France. Er hat noch 2 Flugbegleiterinnen außer Dienst zu diesem besonderen Flug eingeladen. Das Flugzeug soll bei einer Flugschau in niedriger Höhe über die Zuschauer fliegen. 130 Passagiere befinden sich an Bord des A320. Das ist ungewöhnlich für einen Demonstrationsflug bei einer Flugschau. Die Passagiere reisen ohne Gepäck. Für manche ist es der erste Flug ihres Lebens. Es sind sogar Kinder an Bord, wie die 7-jährige Mariama Bari, die ohne Eltern fliegt. Nach dem Überflug werden sie einen Rundflug um den Mont Blanc machen, den höchsten Berg Westeuropas. Die meisten Passagiere erhielten ihre Tickets als Werbegeschenke von ihrer Bank oder Zeitung. Jean-Marie Schreiber ist ein junger Reporter, der über die Markteinführung des Flugzeugs berichten soll. Als Journalist fand ich es spannend, mitzufliegen und zu sehen, wie die Menschen an Bord reagieren. Ein weiterer Journalist an Bord, Jean-Claude Botsch, filmt das Ereignis. Als ich ins Flugzeug stieg, dachte ich, toll, das wird ein unvergessliches Erlebnis. Und das war es dann auch. Der A320 ist das erste Zivilflugzeug, das mit Fly-by-Wire fliegt, einer hochmodernen computergestützten Flugsteuerung. Das System wurde vorher hauptsächlich vom Militär eingesetzt. Beim Fly-by-Wire-System steuert im Grunde der Pilot den Computer und der Computer steuert das Flugzeug. Dadurch verändert sich das Verhältnis zwischen Pilot und Flugzeug. Der Computer kann Eingaben von Menschen außer Kraft setzen, um Fehler der Piloten zu verhindern. Der Flugcomputer des A320 lässt keine Eingaben zu, die er als gefährlich einstuft. Airbus ist der erste Hersteller von Zivilflugzeugen, der diese Technologie einsetzt. Damit versucht das Unternehmen, sich gegenüber seinem langjährigen amerikanischen Konkurrenten Boeing durchzusetzen. Bei seiner ersten öffentlichen Präsentation steht für Airbus viel auf dem Spiel. Sagen Sie mir, welche Geschwindigkeit und Höhe Sie möchten.
Take off, Rechtskurve, dann fliegen wir entspannt an unser Ziel. Wir wollten die Fähigkeiten des Flugzeugs demonstrieren, nicht unbedingt angeben, sondern nur gute Arbeit lassen. Wir waren uns sicher, dass wir das schaffen. Wenn wir den Flugplatz sehen, fahren wir die Landeklappen auf Stufe 3, fliegen in 30 Metern Höhe über die Zuschauer, fahren das Fahrwerk aus und ich mache den Rest. Ich gehe auf Alpha Max. Das habe ich schon 20 Mal gemacht. Okay. Kapitän Asselin plant ein waghalsiges Manöver. Einen niedrigen Überflug mit hochgezogenem Bug bei Alpha Max, dem maximalen Anstellwinkel. Es ist die langsamste Geschwindigkeit, mit der ein Flugzeug fliegen kann, ohne Auftrieb zu verlieren. Meine Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen an Bord des A320, der erst vor 2 Tagen in Betrieb genommen wurde. In Kürze starten wir unseren kleinen Rundflug. Nach einem Abstecher zum Fliegerclub in Harpsheim werden wir den Mont Blanc umrunden. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Flug. Das wäre geschafft. ACF 296Q, Start freigegeben, Startbahn 16. Wir rollen. Take off, los. Parameter normal. 30. 30. Es fordert schon den Steigflug an. Sehen Sie das? Das passiert manchmal, ich kenne das. V1. Rotieren. Fahrwerk einfahren. Klappen auf 1. After-Take-Off-Checkliste abgeschlossen. Es sind nur 5 Flugminuten bis zum Flugplatz von Harpsheim, wo die Flugschau stattfindet. Für das verschlafene Städtchen im Elsass ist sie der Höhepunkt des Sommers. Die Flugschau zog über 5000 Menschen an. Das Interesse der Öffentlichkeit war enorm. Der Flugplatz ist so klein, dass seine Koordinaten nicht in der Steuerungsdatenbank des Flugzeugs gespeichert sind. Die Piloten müssen ihn per Sichtflug finden. Wir sind 8 Meilen entfernt. Sie müssten ihn bald sehen. Dort ist die Autobahn. Er liegt links von der Autobahn, richtig? Nein, rechts. Der Flugplatz liegt etwas rechts von der Autobahn. Da ist der Flugplatz. Sehen Sie ihn? Die Piloten haben den Flugplatz erst spät entdeckt. Sie müssen sich beeilen, um auf die geplante Flughöhe für den Überflug abzusinken. An der Rollbahn versammelt sich eine Zuschauermenge. Charterflug 296. Guten Tag. Harpsheim, hallo. Wir kommen gleich in Sicht. Für den Überflug. Ja, ich kann Sie sehen. Sie haben Landeerlaubnis. Fahrwerk ausfahren. Okay, wir gehen auf niedrige Höhe und Geschwindigkeit für den Überflug. 296. Roger. Klappen auf 2. Quebec November Hotel, Harpsheim Fox, Echo 984. Okay. 984, 984 eingeben. Klappen auf 3. Klappen auf 3. Das ist der Flugplatz. Bitte bestätigen. Bestätigt. Flug 296 fliegt eine sanfte Kurve, um zur Landebahn zu gelangen. Die Piloten müssen nun die Maschine noch weiter in den Sinkflug bringen und beschleunigen, um sie für den Überflug zu positionieren. 60. 60. Meine Damen und Herren, hier kommt der A320. Okay, Sie sind bei 30 Meter. 30. Achtung. 30. Das Flugzeug befindet sich nun auf der geplanten Flughöhe. Für Asselin ist es der schwierigste Teil des Manövers. Er muss das Flugzeug stabil halten, mit leicht angestelltem Bug. Ich sah nach unten und sagte, wir sind noch nicht hoch genug. Denn man konnte vom Fenster aus das Gras erkennen. Okay. Bei mir ist alles okay. Automatische Schubregelung aus. Er
schaltet einen der Sicherheitsmechanismen des Flugzeugs aus, damit der Computer es nicht wieder beschleunigt. Doch dann sieht Kapitän Asselin etwas, das das Leben aller an Bord in Gefahr bringen könnte. Der langsame Überflug des A320 über den Flugplatz von Harpsheim läuft auf einmal nicht mehr nach Plan. Ein Wald steht in der Flugbahn von Kapitän Asselins Flugzeug. 9. Durchstarten, vollen Schub. 9. Er gibt volle Schubkraft und zieht die Steuerhebel zurück, damit das Flugzeug wieder steigt. Doch es sinkt weiter. Das kann nicht sein. Verdammt! Durch das Fenster sah ich Äste. Ich war erschrocken. Es war, als ob man in einem großen Fahrzeug auf einem holprigen Weg mit 80 oder 100 Kilometern pro Stunde fährt und hin und her geschüttelt wird. Ich sagte zu mir, das Flugzeug muss ganz bleiben. Dann wird uns nichts passieren. Wenn es auseinanderbricht, sind wir verloren. Oh nein, nein, nein! Die rechte Tragfläche, die noch immer voll mit Treibstoff ist, reißt ab. Beim Aufprall entzündet dieser sich schlagartig. Wir hielten abrupt an. Am Boden ging mein Sitz kaputt, weil ich mich daran festgeklammert hatte. Ich sah überall Flammen. 20 Meter hohe Flammen um das Cockpit. Überall quoll Rauch heraus. Der erste Offizier ist schwer verletzt. Er blutete stark. Selbst mit Sicherheitsgurt hatte es ihn nach vorn geschleudert. Was haben Sie bloß getan? Ich weiß es nicht. Ich verstehe das nicht. Als das Flugzeug stoppte, war es für einen Moment völlig still. Erstaunlicherweise ist der Rumpf noch intakt. Alle haben den Aufprall überlebt. Doch noch sind sie nicht außer Gefahr. Als ich mich nach rechts beugte, sah ich Flammen. Da dachte ich, wir haben zwar den Aufprall überlebt, aber wir werden verbrennen. Dann hörten wir jemanden rufen. Raus, raus, Feuer! Evakuieren Sie das Flugzeug, schnell! Ich kümmere mich um ihn. Nur zwei Ausgänge sind frei. Die anderen sind in Flammen gehüllt. Doch dicke Äste blockieren eine der Türen und erschweren die Evakuierung. In der Kabine kämpfen einige Passagiere mit ihren Sicherheitsgurten. Marie-Françoise Froch verlässt als eine der Letzten ihren Sitz. Sie kommt an Mariama Barry vorbei, die in ihrem Sitz gefangen ist. Mariama Barry war 7 oder 8. Nach dem Unfall drängten alle zum Ausgang und drückten dabei die Lehnen nach vorn und klemmten Mariama ein. Ihr Gurt hielt sie gefangen. Niemand bemerkte sie. Sie wurde übersehen. Lass mich dir helfen. Doch es ist zu spät. Alles wird gut. Beide werden ohnmächtig, bevor sie das Flugzeug verlassen können. Im Cockpit versucht Kapitän Asselin verzweifelt, seinen verletzten ersten Offizier aus dem brennenden Flugzeug zu retten. Ich holte ihn aus seinem Sitz, löste den Gurt und trug ihn. Ich weiß nicht, wie ich ihn bis zur Rutsche gebracht habe. Als alle Passagiere das Flugzeug verlassen hatten, entdeckte ich meine Crew. Sie sagten mir, dass alle evakuiert seien. Ich konnte es nicht glauben. Doch die Crew irrt sich. Nicht alle Passagiere haben es geschafft. Marie-Françoise Froch, Mariama Barry und ein kleiner Junge sind tot.
Es ist nicht nur ein tragischer Verlust von Menschenleben, sondern auch ein PR-Desaster für Airbus. Der Zeitpunkt war denkbar schlecht. Airbus probierte ein neues Konzept aus, das überall als neues Maß an Sicherheit für zivile Flüge angepriesen wurde. Und dann kommt ein Pilot und stürzt mit dem Flieger ab. Alle, die den Unfall mit eigenen Augen sahen, waren geschockt. Er wurde noch am selben Abend weltweit in den Nachrichten ausgestrahlt. Oh nein, nein, nein! Der Absturz war ein Desaster für Airbus. Innerhalb weniger Stunden sind die Ermittler der französischen Unfallermittlungsbehörde am Unfallort. Sie wollen herausfinden, warum die Flugvorführung in einer Katastrophe endete. Sie bergen die Flugschreiber und Stimmrekorder. Claude Béchet leitet die Ermittlungen. Lag es am Piloten oder am Flugzeug? Das müssen wir herausfinden. Wie die Piloten des Flugs 296 arbeitet auch er als Flugkapitän für Air France. An die Arbeit. Das ist ungewöhnlich für einen staatlichen Ermittler. Zu dieser Zeit war ich noch Pilot bei Air France. Als der Unfall passierte, war ich in New York. Und ich bekam ein Telegramm mit der Bitte, unverzüglich nach Paris zu kommen. Außer den Flugschreibern müssen die Ermittler ein weiteres wichtiges Beweismittel berücksichtigen. Ein französischer Kameramann hat den Unfall gefilmt. Zum ersten Mal hatten wir eine Videoaufzeichnung eines Unfalls. Normalerweise passieren Unfälle mitten im Nirgendwo und werden nicht gefilmt. Das Video zeigt, wie das Flugzeug direkt auf die Bäume am Ende der Rollbahn zufliegt. Es scheint überhaupt nicht zu steigen. Der Stimmrekorder des Cockpits liefert einen verwirrenden Hinweis. Durchstarten, vollen Schub. 9. 9. Das kann nicht sein. Verdammt! Es wird klar, dass die Crew keine Ahnung hatte, dass sich am Ende der Rollbahn ein Hindernis befand. Die Ermittler sind ratlos. Wie kann ein Wald von einem Piloten übersehen werden? Béchet holt Kapitän Asselin zum Verhör über den Flug über Habsheim. Sie müssen wissen, was er vorhatte. Ich wollte einen langsamen Überflug durchführen. Als ausgebildeter A320-Pilot kennt sich Claude Béchet mit dem Flugzeug aus. Wir bremsen über der Rollbahn ab und gehen auf Alpha Max. Sehr gut. Er findet Kapitän Asselins Plan in Ordnung. Der Plan war nicht schlecht. Der langsame Überflug war gut durchgeplant. Asselin schien mir sehr offen. Er war hilfsbereit und arbeitete gut mit den Ermittlern zusammen. Die Ermittler richten ihre Aufmerksamkeit nun darauf, wie Air France die Crew auf die Flugschau vorbereitete. Sie entdecken eine Aktennotiz mit den Vorschriften für alle Flüge bei Vorführungen. Darin stoßen sie auf die von Air France festgelegte Mindesthöhe für Überflüge bei Flugvorführungen. 30 Meter. Diese Höhe verstößt gegen nationale Bestimmungen. Er hätte in 150 Metern Höhe fliegen müssen. Doch damals gab es die Tendenz, dass Piloten bei Flugvorführungen ein wenig niedriger und manchmal viel niedriger flogen. Der Leiter der Ermittlungen, Claude Béchet, fragt sich, ob es noch andere Fehler bei der Flugplanung gab. Bald erfährt er, dass die Flugabteilung von Air France mit der Erstellung des Flugplans für die Vorführung erst 48 Stunden vor der Flugschau begann. Ein Mitarbeiter von Air France hatte Karten des Flugplatzes für die Crew von Flug 296 kopiert. Den Ermittlern fällt ein schwerwiegender Fehler auf.
Der Wald am Flugplatz von Habsheim ist auf den Kopien nicht eingezeichnet. Der Mitarbeiter, der die Pläne zusammengestellt hatte, konnte sie nicht mit der Crew durchsprechen. Sie flogen nach Karte? Während er Asselin verhört, fällt Bechet auf, dass die Piloten auch nur wenig Vorbereitungszeit hatten. Hier sind die Pläne. Danke. Das ist sehr ungewöhnlich für eine Flugschau. Mein Co-Pilot sagte mir, wir würden um den Mont Blanc herumfliegen und dann einen kleinen Flugplatz, Habsheim, in niedriger Höhe überqueren. Er sagte, es sei nichts Besonderes. Für mich war es ein ganz normaler Flug. Die Vorbereitungen waren noch nicht abgeschlossen. Es gab keine Einweisung der Crew durch das Air France-Personal. Dann machen die Ermittler am Absturzort eine überraschende Entdeckung. Sie messen die Höhe der Bäume in die Flug 296 raste. Die durchschnittliche Höhe des Waldes beträgt nur 12 Meter. Dies wirft eine entscheidende Frage auf. Wie konnte ein Airbus, der auf 30 Meter Höhe fliegen sollte, in Bäume rasen, die nicht einmal halb so hoch sind? Den Ermittlern wird klar, dass Flug 296 weit von seinem ursprünglichen Flugplan abgewichen sein muss und an Höhe verlor, bevor er in den Wald stürzte. Doch nur mit Hilfe der Daten der Blackbox können sie verstehen, wie und warum es passierte. Nur wenige Stunden nach dem Absturz wurden die Daten des Flugschreibers ausgelesen. Er zeichnet die Informationen von etwa 200 Flugzeugfunktionen auf. So entsteht ein genaues Bild von Flug 296 in den letzten Minuten vor dem Absturz. Das kann nicht sein! Wir konnten den kompletten Unfall rekonstruieren. Es war, als erlebten wir ihn mit der Crew, zum Zeitpunkt des Geschehens. Die Ermittler machen zwei erstaunliche Entdeckungen. Erstens stellt sich heraus, dass es bei Flug 296 keinen mechanischen Defekt gab. Zweitens flog der A320 eine völlig andere Flugroute, als Kapitän Asselin geplant hatte. Anstatt mit stabiler Geschwindigkeit und Höhe zu fliegen, verlangsamte sich Flug 296 während des Überflugs und verlor immer mehr an Höhe. Als der A320 den Flugplatz von Habsheim überquerte, sank die Geschwindigkeit auf nur 112 Knoten. Langsamer kann ein A320 nicht fliegen. Die Verlangsamung war so dramatisch, dass es sogar auf dem Video zu sehen war. Michel Asselin war einer der besten Piloten von Air France. Claude Bechet kann nicht verstehen, warum er bei einem solchen bedeutenden Flug versagte. Nach weiterem Drängen erklärt Asselin, wie die Probleme anfingen. Sie flogen nach Karte? Ja, wir konnten den Flugplatz nicht gleich orten. Er liegt links von der Autobahn, richtig? Nein, rechts. Der Flugplatz liegt etwas rechts von der Autobahn. Da ist der Flugplatz. Sehen Sie ihn? Sie entdeckten den Flugplatz zu spät. Als sie ihn sahen, drosselten sie die Geschwindigkeit und gingen in den Sinkflug. Sie beschleunigten den Sinkflug, um die richtige Position für den Überflug zu erreichen. Und sie bremsten noch immer, als sie den Flugplatz erreichten. Das ist der Flugplatz. Bitte bestätigen. Bestätigt. Doch dann trat noch ein weiteres Problem auf. Die Zuschauer standen an einer anderen Rollbahn als die, auf die Flug 296 zusteuerte. Die Crew des Air France Flugs 296 ist nicht gut auf die Flugvorführung vorbereitet. Bei der Planung gab Air France der Crew nur Informationen für Rollbahn 2, der einzigen befestigten Start- und Landebahn von Habsheim. Doch Kapitän Asselin sieht, dass die Zuschauer an einem viel kürzeren angrenzenden Grasstreifen stehen. Ich erwartete eine normale Rollbahn, aber im letzten Moment sah ich, dass da nur Gras war.
Kapitän Asselin flog parallel zum Grünstreifen. Ich wusste nicht, dass am Ende der Landebahn Bäume standen. Für mich sah es aus wie Büsche. Okay, Sie sind bei 30 Meter. 30. Achtung. 30. Achtung. Da sie ihren Sinkflug beschleunigen mussten, war das Flugzeug zu schnell, als sie den Flugplatz erreichten. Um die Geschwindigkeit zu drosseln, stellte Kapitän Asselin den Schub auf die niedrigste Stufe, weit unter dem, was Piloten normalerweise bei einem Alpha-Max-Flug verwenden. Doch ein weiteres ernstes Problem trat auf. Das Flugzeug war unter 30 Meter gesunken und sank weiter, offenbar ohne, dass die Crew es bemerkte. 15. Alles okay, automatische Schubregelung aus. In wenigen Sekunden fiel die Flughöhe auf nur 9 Meter. Es war eindeutig, dass das Flugzeug nur etwa 9 Meter über dem Boden flog. Unabhängig von allen anderen Daten war diese Information extrem wichtig. Kein Flugzeug, egal welcher Größe, sollte so niedrig fliegen. Die Fakten sind klar. Sie waren in 9 Metern Höhe, nicht 30. Ich dachte, es wären 30 Meter. Claude Bichet weiß noch immer nicht genau, wie der A320 dem Boden so gefährlich nahe kommen konnte. Kapitän Asselin beteuert weiterhin, dass es ein Instrumentenfehler war. Klappen auf 2. Quebec November Hotel. Habsheim Fox Echo 984. Okay, 984. Kapitän Asselin verließ sich auf seinen Luftdruckhöhenmesser. Mithilfe des Luftdrucks misst er den Abstand des Flugzeugs zum Boden. Um richtig zu funktionieren, muss er auf den aktuell am Boden herrschenden Luftdruck eingestellt sein. Quebec November Hotel. Habsheim Fox Echo 984. Okay, 984. Der Stimmrekorder beweist, dass der Tower die Luftdruckmessungen durchgegeben und die Crew ihre Instrumente eingestellt hatte. Doch Asselin besteht darauf, dass der Höhenmesser falsche Angaben lieferte. Wie ich schon sagte, der Höhenmesser gab eine Höhe von 30 Metern an. Michel Asselin sagte aus, dass der Höhenmesser 20 Meter daneben lag. Er behauptete, dass er dadurch in 9 Meter Höhe flog, anstatt in 30. Die Ermittler sind skeptisch. Asselin stand mehr als ein Instrument zur Höhenmessung zur Verfügung. Der A320 verfügt über ein zweites Messgerät, das die Flughöhe über Funkwellen berechnet. Die Höhe wird über eine digitale Anzeige ausgegeben. Doch Kapitän Asselin behauptet, es wäre schwer zu erkennen gewesen. Wir konnten den Funkhöhenmesser nicht verwenden, denn er ist digital und niemand kann nach Ziffern fliegen. Ich habe es später im Simulator versucht, aber es hat nie geklappt. Doch der Funkhöhenmesser kann Piloten noch auf andere Weise warnen. Alles okay hier. Durch eine digitale Sprachausgabe. Schubregelung aus. 15. Doch Asselin behauptet, er und sein erster Offizier Pierre Mazier konnten sie nicht hören. Manche meinten, wir hätten den Funkhöhenmesser hören müssen. 9, 9, 15, 12, 9. Doch zu dieser Zeit war das Flugzeug sehr laut. Wir hatten Kopfhörer auf. Wir haben bewiesen, dass die Warnungen des Funkhöhenmessers nicht über die Kopfhörer zu hören waren. Trotz Asselins Aussage sind die Ermittler überzeugt, dass die Crew von Flug 296 die Kontrolle über das riskante Manöver verloren hatte. Bichet hat noch weitere Fragen an Kapitän Asselin. Was taten Sie, als Sie die Bäume sahen? Ich tat, was jeder Pilot tun würde. Ich versuchte, sie zu überfliegen. Die Ermittler finden heraus, dass Kapitän Asselin in den letzten Sekunden vor dem Aufprall durchstarten, vollen Schub. Vollen Schub gab. Während ich darauf wartete, dass der Motor anzieht, sah ich plötzlich Bäume vor mir. Und dann wartete ich und wartete. Er behauptet, dass die Motoren nicht reagierten. Als sie endlich anzogen, war es bereits zu spät. Ich sage Ihnen, die Motoren zogen nicht an, als ich Vollgas gab. Kapitän Asselins Aussage lässt beunruhigende Schlüsse zu.
Wenn die Motoren verspätet reagierten, könnte das ein ernstes Problem mit den Strahltriebwerken des A320 bedeuten. Kapitän Asselin ist überzeugt, dass die Triebwerke in den letzten Sekunden des Fluges nicht schnell genug reagierten. Und das will er nun beweisen. Er deckt ein Airbus-Dokument auf, das vor einem Defekt am A320 warnt. Es besagt, dass die Triebwerksgeschwindigkeit bei niedriger Höhe aufgrund schwacher Luftströme stagnieren kann. Wenn das passiert, können die Triebwerke nicht beschleunigen. Doch die Ermittler finden in den Flugschreibern keinen Hinweis auf einen solchen Fehler. 9. Durchstarten, vollen Schub! In den 5 Sekunden, nachdem Kapitän Asselin die Steuerhebel auf Vollgas gestellt hatte, zogen die 2 Motoren langsam an. Sie erreichten 84% Schubkraft, beinahe volle Schubkraft, kurz bevor das Flugzeug in die Bäume raste. Wenn man vom Leerlauf auf vollen Schub schaltet, scheint es für ein paar Sekunden, als ob gar nichts passiert. Doch dann ziehen die Motoren an. Das ist normal, genau wie es im Abnahmeprotokoll stand. Die Ermittler sind sich zunehmend sicher, dass die Triebwerke nicht ausgefallen sind. Sie stützen sich dabei auf ein neuartiges Beweismittel. Auf dem Video des Absturzes ist das typische Geräusch beschleunigender Triebwerke zu hören. Durch genaue Analysen können Toningenieure feststellen, wie viel Schub die Triebwerke in den letzten Sekunden vor dem Absturz erzeugten. Wir konnten die Drehzahl der Triebwerke aus dem Film mit der des Flugschreibers vergleichen. Mit den Triebwerken war alles in Ordnung. Mit allen beiden. Warum? Ich versuche neutral zu sein. Dem leitenden Ermittler Claude Bechet bereitet noch etwas anderes Kopfschmerzen. Kapitän Asselin ist überzeugt, dass eine Verschwörung gegen ihn im Gang ist. Er bricht jede Zusammenarbeit mit den Ermittlern ab. Na toll. Ich wollte mit dem Ermittlungsausschuss zusammenarbeiten, doch ich wurde misstrauisch. In der Presse hieß es immer nur, das Flugzeug ist in Ordnung, es war ein Pilotenfehler. Damit wollten sie nur etwas vertuschen. Das ist meine Meinung. Kapitän Asselin startet nun eine Kampagne gegen die französischen Ermittler. Im britischen Fernsehen macht er eine dramatische Aussage. Als ich den Sidestick nach oben drückte, ging das Höhenruder nach unten. Bei jedem Flugzeug geht das Höhenruder hoch, wenn man hoch eingibt und den Anweisungen des Piloten Folge geleistet wird. Nur hier nicht. Hier ging es runter. Warum? Das ist hier die Frage. Seine Anschuldigungen treffen den Kern aller Zweifel am A320. Das Fly-by-Wire-System verleiht Flugzeugcomputern zu viel Macht. Asselins Behauptung, dass das Flugzeug nicht auf seine Eingaben reagierte, wird von den Daten des Flugschreibers gestützt. Die Blackbox zeichnete jede vom Piloten ausgeführte Bewegung des Sidestick auf. Sie beweist, dass Kapitän Asselin kurz vor dem Aufprall den Sidestick zurückzog, um den Bug des Flugzeugs nach oben zu ziehen. Die Ermittler vergleichen das Ergebnis mit der Reaktion des Flugzeugs und machen eine frappierende Feststellung. Er sagt die Wahrheit. Das Höhenruder ging nach unten. In den letzten Sekunden vor dem Unglück versuchen die Piloten verzweifelt, das Flugzeug hochzuziehen. Der Sidestick steuert das Höhenruder des Flugzeugs. Zieht man ihn zurück, so klappt das Höhenruder nach oben und das Flugzeug müsste ansteigen. 9. 9. Doch das ist bei diesem Flug nicht passiert. Eine Sache war eigenartig. Bei der Auswertung des Flugschreibers kam heraus, dass der Pilot in den letzten Sekunden vor dem Aufprall den Stick zurückzog, so fest er konnte. Doch die Steuerflächen des Flugzeugs bewegten sich entgegengesetzt, sodass der Bug nach unten kippte. Kapitän Asselin glaubt, dass der Sinkflug des Flugzeugs eine automatische Reaktion des Flugcomputers auslöste.
Asselin brachte den Flieger ungewollt auf 9 Meter Höhe mit ausgefahrenem Fahrwerk und Landeklappen. Die Ermittler fragen sich nun, ob der Computer annahm, dass Asselin landen wollte und als Folge die notwendigen Schritte dazu einleitete. Als sich das Flugzeug dem Flugplatz näherte, flog es über ein kleines Wäldchen. Dadurch fiel die Funkhöhenanzeige kurzzeitig auf unter 9 Meter. Das würde ausreichen, um beim Flugsteuerungssystem den Landemodus auszulösen. Es ist möglich, dass der Computer den Bug für die Landung absenkte, obwohl Kapitän Asselin andere Befehle eingegeben hatte. Die Ermittler müssen herausfinden, ob das System des A320 im entscheidenden Moment die Befehle des Piloten ignorierte. Sie analysieren die Daten des Flugschreibers. Halten Sie da an. Doch zu ihrer Enttäuschung: War das Flugzeug nun im Landemodus oder nicht? Kann der Flugschreiber dies nicht bestätigen. Das Steuerungssystem des A320 ist so ausgefeilt, dass der Flugschreiber nicht alle Funktionen des Flugzeugs erfassen kann. Claude Bechet hat noch eine andere Idee. Er stellt Asselins Anflug auf den Flugplatz von Habsheim nach, um herauszufinden, wie der A320 reagiert. Okay, beginnen wir mit dem Sinkflug. Leerlauf. Gehen Sie jetzt auf Alpha Max. Genau, sachte. Ich spielte den Unfall durch, aber auf der längsten Landebahn von Toulouse. Höhe 12 Meter, 10 Meter. Wir stellten alles genau so nach, wie es passiert war. Bechet hat vor, wie Asselins A320 auf 9 Meter zu sinken. Ziehen Sie jetzt ein wenig hoch, um es zu stabilisieren. Halten Sie es so. Bechet will wissen, ob der Flugcomputer den Landemodus einleitet. Okay, jetzt voller Schub. Haben Sie das gemerkt? Das ist die Alpha Protection. Auch beim Testflug wurde der Bug wie bei Flug 296 durch den Computer abgesenkt. Doch das Flugzeug ging nicht in den Landemodus. Stattdessen wurde eine der wichtigsten Sicherheitsfunktionen des A320 ausgelöst: Stall Protection zum Schutz vor Strömungsabriss. Aufgrund geringer Luftströme über den Tragflächen kann ein Flugzeug mit angestelltem Bug bei langsamer Geschwindigkeit den Auftrieb verlieren. Der Computer des A320 ist so programmiert, dass er bei drohendem Strömungsabriss den Bug absenkt. Theoretisch bedeutet das, dass der Pilot das Flugzeug nicht überziehen kann, solange das Steuerungssystem aktiv ist. Bechet schlussfolgert, dass der Flugcomputer sich über Asselins Befehle hinweggesetzt hat. Aber er glaubt auch, dass dadurch ein Strömungsabriss und ein Absturz vor den Bäumen verhindert wurden. Der Strömungsabriss wurde verhindert und das Flugzeug landete sozusagen auf den Bäumen. Die Ermittlungen zum Absturz von Habsheim kommen zum Abschluss. Claude Bechet bereitet sein Urteil vor. Das Fazit meines Gutachtens war, dass das Flugzeug zu niedrig, zu langsam und mit zu geringem Schub flog. Was Claude Bechet angeht, ist das dunkle Kapitel Habsheim abgeschlossen, der Fall selbst aber noch lange nicht. Die französische Justiz strebt eine Verurteilung von Kapitän Asselin an. Er wird wegen fahrlässiger Tötung von 3 Passagieren angeklagt. Ihm droht eine lange Haftstrafe. Doch Kapitän Asselin glaubt,
entlastendes Beweismaterial gefunden zu haben. Er ist überzeugt, dass die Flugschreiber manipuliert wurden, um Probleme mit dem Fly-by-Wire-System zu verschleiern. Erstens wurden einige der Flugschreiber ausgetauscht. Zweitens wurde der Inhalt manipuliert. Laut Asselin beginnt alles am Unfallort. Ein Foto zeigt einen Mitarbeiter der zivilen Luftfahrtbehörde von Frankreich, wie er die Flugschreiber des A320 vom Unfallort wegträgt. Die gleichen Flugschreiber dienten beim Prozess gegen Asselin als Beweismittel. Unerklärlicherweise sehen sie jedoch anders aus. Ich habe die Flugschreiber im Gericht gesehen. Doch wenn ich an ihren Zustand denke, sie sind alt, zerkratzt, staubig und die Farbe blättert ab. Ich dachte nur, das können nicht die Flugschreiber vom Unfall sein. Das Flugzeug war neu. Es sind die falschen. Kapitän Asselin beauftragt ein Schweizer kriminologisches Institut, die beiden Fotos zu vergleichen. Das Ergebnis: Es sind nicht die gleichen Flugschreiber. Kapitän Michel Asselin behauptet, dass die Daten seiner Flugschreiber manipuliert wurden. Doch der Ermittler Claude Béchet weist die Anschuldigungen als unhaltbar zurück. Sie versuchten, eine Manipulation der Bänder nachzuweisen. Wir konnten das nicht verstehen. Denn jeder Experte weiß, dass das physisch unmöglich ist. Doch es gibt einen Experten, dem die Flugschreiber verdächtig vorkommen. Ray Davis ist der ehemalige Leiter der Abteilung für Flugschreiberauswertungen der britischen Behörde für Flugunfalluntersuchungen. Er wurde vom britischen Fernsehen beauftragt, die Arbeit der französischen Ermittler nochmals genau zu untersuchen. Es hat mir die Augen geöffnet. Bevor ich den Bericht gelesen hatte, hatte ich ganz andere Vorstellungen von der Unfallursache. Beim Lesen traten aber so viele Ungereimtheiten und Fragen auf, dass ich meine Meinung zum Unfall komplett änderte. Davis findet Beweise, die Asselin entlasten könnten. Die Frage ist, wann die Crew den Schub erhöhte, um die Bäume zu überfliegen. 9. Durchstarten, 9. Vollen Schub. 9. Als er die Daten der Blackbox analysiert, stößt Davis auf sonderbare Unstimmigkeiten. Die französischen Ermittler hatten die Daten mit einem Kommunikationsprotokoll der Flugsicherung zusammengeführt. Davis untersucht das letzte Gespräch der Piloten mit dem Tower vor dem Absturz. Okay, 984, 984 eingeben. Es wurde sowohl von der Flugsicherung als auch von der Blackbox des Flugzeugs aufgezeichnet. Roger, Quebec November Hotel Harpsheim, Fox Echo 984. Quebec November Hotel Harpsheim, Fox Echo 984. Ray Davis stellt einen Zeitunterschied von mehreren Sekunden zwischen den beiden Aufnahmen fest. Laut Blackbox stellte Kapitän Asselin 5 Sekunden vor dem Aufprall die Motoren auf vollen Schub. Doch Ray Davis' Analyse ergab, dass dies tatsächlich schon 4 Sekunden früher passierte. Diese Abweichung von 4 Sekunden verändert die Berechnung des Unfallhergangs erheblich. Es ist der Unterschied zwischen einer normalen Motorverzögerung und einer schwerwiegenden Fehlfunktion. Verdammt! Asselin behauptet, dass die Verzögerung in diesem Fall länger war als erwartet. Je nachdem, was man eher glaubt, ob die 4 Sekunden Verzögerung im digitalen Flugschreiber real waren oder nicht, weiß man entweder, dass Asselin spinnt, oder aber man weiß, dass er recht hat. Die französische Justiz teilt nicht die Ansicht, dass Asselin recht hat. Nach mehreren Revisionen wurde Michel Asselin wegen fahrlässiger Tötung zu 10 Monaten Haft verurteilt.
Die Diskussion um die Flugschreiber und die fehlenden 4 Sekunden dauert hingegen weiter an. So werden die Zweifel an Claude Béchets Ermittlungsergebnissen wohl nie ganz ausgeräumt sein. Die Öffentlichkeit dachte sicher, naja, es stand so viel auf dem Spiel. Im Grunde ging es um die Zukunft der gesamten europäischen Luftfahrtindustrie. Also haben sie die Bänder manipuliert, um dem Piloten die Schuld zuzuschieben und nicht dem Flugzeug. Aber das ist doch unmöglich. Durch die Ermittlungen zum Unglück von Harbsheim wurden neue Sicherheitsempfehlungen ausgesprochen. So sollten Demonstrationsflüge generell ohne Passagiere durchgeführt werden. Außerdem sollte die Erkundung von Flugplätzen durch die Flugzeugbesatzung verbessert werden. Nicht zuletzt sollten die internen Vorgaben der Fluggesellschaften überprüft werden, um ihre Übereinstimmung mit gesetzlichen Vorschriften für Flughöhen sicherzustellen. Michel Asselin arbeitete später als Lehrer und Entwickler in der Luftfahrtindustrie. Er legt weiterhin Berufung gegen seine Verurteilung ein und hat einen Großteil seines Lebens damit verbracht, seinen Namen reinzuwaschen. Die Tragödie von Harbsheim beeinträchtigte Airbus nur geringfügig. Der A320 sollte mit über 750 verkauften Exemplaren in den ersten 10 Jahren eines der erfolgreichsten Zivilflugzeuge der Geschichte werden. Und die nächste Generation von Passagierflugzeugen übernahm ein sicheres Fly-by-Wire-System.